Oh. Hallöchen. Wo geht's denn heute hin? Wir fahren jetzt zu Tobi Beck. Tobi und ich wollen uns schon lange treffen. Und mal hatte ich keine Zeit, dann hatte auch einmal muss man sagen, auch er keine Zeit. Und jetzt ist es aber finalmente soweit. Wir treffen uns. Wir sind jetzt bei ihm. Also wir fahren jetzt zu ihm nach Hause und dann nehmen wir ein paar Videos auf. Und ich habe mir was überlegt. Es gibt ein neues Videoformat. Und das werdet ihr, ich werde es noch nicht verraten, aber ihr werdet es bald sehen. Das werde ich mit verschiedensten Leuten machen. Sagen wir mal so prominenteren Leuten. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Bestimmt. Ich glaube auch. Also ich weiß nicht, aber ich hoffe es. Ne? Aber das haben wir auf jeden Fall vor. Ja. Ja, und damit fangen wir jetzt heute mal mit Tobi an. Er weiß es noch nicht. Also er weiß, dass ich komme. Und er weiß auch, dass wir Videos aufnehmen. Aber er weiß noch nicht, was für ein Video wir aufnehmen. Ja. Kennst du eigentlich Content on the Road? Nee, nie gehört. Nee? Nee. Soll ich dir erklären, wie das funktioniert? Bitte. Du liest ja viele Bücher. Fix und Foxy, ja. Genau. Den neuesten Mehrwert oder Hack oder was du auch immer da irgendwie mitgenommen hast, kannst du quasi bei Spontan-Content oder Content on the Road einmal den Zuschauern mitteilen. Ach, irre. Irre, ne? Das ist ja irre. Das hat der Jeremy auch schon mal gemacht. Das Neueste, was ich weiß. Ich glaube, es gibt gar nichts Neues, das was ich weiß. Ich bin an so einem Punkt, wo ich wenig ganz Neues für mich entdecke, sondern vieles so Bestätigendes oder kleine Twists in den Dingen, die man schon weiß. Aber so, ich hatte schon lange keinen Moment, wo ich dachte, boah, das ist ja jetzt revolutionär neu. Schon lange nicht mehr. Wo ich halt immer wieder hinkomme, ist, das Entscheidende im Direktmarketing ist ja die Kommunikation, haha, logisch. Aber dass wir auf unseren Webseiten, in Anzeigen, egal wo, bitte das Problembewusstsein adressieren. Problembewusstsein, nicht Lösungsbewusstsein. Weil wenn du anfängst, über deine Lösung zu sprechen, im ersten Schritt, dann erreichst du immer nur die Leute, die schon an der Lösung interessiert sind, die bewusst sind, denen bewusst ist, dass es eine Lösung gibt. Das ist ja aber immer nur der kleinste Teil einer in Frage kommenden Zielgruppe, weißt du? Deswegen, ich hatte das auch gerade wieder vorhin im Büro. Problembewusstsein adressieren. Das ist die Aufgabe von uns Marketern. Problembewusstsein adressieren und da mit Empathie in den Kopf des Kunden gehen, zu überlegen, wo könnte denen denn der Kittel brennen? Baustelle voraus. Was könnten die für Engpässe haben? Was könnten die für Wünsche haben? Diese Apfelkuchen, köstlich. Ich benutze ja immer so diesen 6 Uhr morgens Gedanken als Beispiel. Ne? So, das ist die Kunst. Das ist echt die Kunst. Irgendwie habe ich den Eindruck, 3/4 aller Leute, mehr sogar noch, ne? Wahrscheinlich irgendwie 90%, sprechen immer nur über die Lösung. Ja, guten Tag, ja, hier, wir haben folgende Lösung zur Steigerung von Effizienzen in ihren Vertriebsprozessen. So, ballert halt nicht, ne? Ballert halt nicht. Du musst mal richtig schön das Problembewusstsein durchladen erst. Erst richtig schön durchladen, Problembewusstsein, weißt du? Und dann ballern. Dann läuft der Hase. Das kann man auch nicht oft genug sagen, oder? Du sagst das oft in deinen Videos, aber es muss sich, glaube ich, einbrennen. Man hat es vielleicht schon dreimal gehört, aber immer noch nicht jedes Mal gemacht auf seinen Opt-in-Seiten oder so. Genau. Nicht nur auf den Opt-in-Seiten, also generell auf allen Seiten. Ne? Und ganz ehrlich, ich komme ja ein bisschen rum. Ich spreche auch mit vielen Leuten, die groß im Geschäft sind, auch andere Coaches, richtig große Jungs, viele, viele Bücher veröffentlicht. Und selbst da merke ich das, dass das einfach nicht stattfindet. Von daher, du hast recht, ja, man muss ja viel mehr darüber reden. Ich werde auch nicht müde, darüber zu reden. Das ist wichtig. Geh mal ein bisschen Wellness machen. Ach, Moment mal, hier mache ich es erstmal. Ein bisschen Wellness. Oh. Direkt das nächste fotografiert. Sachen sind es bei Katastrophen. Okay. Ist ja eine tolle Sache an sich, ne? Ja. Aber spontan.
Spontan würde ich sagen, dieses Plakat könnte vieles besser machen. Also erstens, das setzt ja darauf an, dass Menschen sozusagen auf diesen sozialen Trieb, ja, ich will Gutes tun. Darauf geht es. Ne? Erstens würde ich hier drunter schreiben, in Zitat, hier oben in die Ecke, als Zitat, Gutes kommt zurück, Ausrufezeichen. Dann geht es ja psychologisch noch tiefer rein und appelliert so ein bisschen an dieses, ich tue nicht nur Gutes, sondern Gutes kommt auch zurück. Weißt du, damit hättest du ganz elegant so dieses, ich mache es auch, damit mir Gutes widerfährt, ganz charmant adressiert. So, das Erste, Gutes kommt zurück. Das Zweite, was ich sagen würde, jetzt mal so ganz schnell, da unten die Call to Action, spenden Sie an die 811 mit 5 Euro einmalig, bla 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 bla. So. Das ist das Wichtigste im ganzen Ding, die Call to Action. Die Call to Action versäumen Sie natürlich völlig und machen Sie unübersichtlich. Besser wäre einfach, und so einfach geht's, Doppelpunkt. Erstens, zweitens, drittens. Also wenn du willst, dass die Leute was tun, dann unterteil das in mundgerechte Schritte sozusagen. Ja? Also mundgerecht, in einfache Schritte. Und das kannst du, nimm den Leuten das Denken ab. Wenn ich schreibe, und so einfach geht's, und jemand liest es, denkt er sofort, ganz einfach. Ich könnte auch sagen, und in diesen drei einfachen Schritten geht's, Doppelpunkt. Kann man auch machen, ne? So einfach geht's. Erstens, zweitens, drittens. Und zack, hast du hier schon eine viel klarere oder eine höhere Response wahrscheinlich. Nur durch diesen Satz, Gutes kommt zurück, ins Zitat, Quote, weil das hat eine höhere Auffälligkeit, Direktmarketing-technisch. Gutes kommt zurück, wo ich sage, ach Mensch, ich tue was Gutes, aber kommt auch zu mir zurück. Alles toll. Und hier unten, und so einfach geht's, erstens, zweitens, drittens. Zack, viel höhere Call to Action, beziehungsweise viel höhere Response. Und naja, so läuft das Ganze. Und ich erkläre euch auch gleich, warum ich euch das jetzt hier gezeigt habe. So, schönen guten Tag zusammen. Ich habe euch ja gerade was gezeigt, nämlich wie ich dieses Plakat kurz mal optimiert habe. Direkt Marketingtechnisch, verzeiht, ich habe mir noch ein bisschen Bagel immer. Direkt Marketingtechnisch. Im Direktmarketing geht es ja darum, dass der Kunde reagiert. Und ich befasse mich jetzt seit 15 Jahren mit Direktmarketing. Und da ist mir in den letzten Monaten eine Idee gekommen für ein neues Buch. Und dieses Buch fange ich jetzt an zu schreiben und sammle dafür schon kräftig Inhalt. Und dieses Buch heißt Scheiß-Marketing, Doppelpunkt. So würde Pascal es machen. Und was ich da mache ist, ich analysiere Praxisbeispiele. Das heißt, stell dir das Buch vor, auf der einen Seite hast du die originale Anzeige, das originale Poster, die originale Heckansicht vom Stadtwerkebus. Oh. Und daneben optimiere ich das und sage, so würde ich es machen, so würde ich es tunen. Weißt du, das ist eigentlich ein Tuning-Buch. Es soll aber vor allen Dingen euch da draußen helfen, Direktmarketing besser zu verstehen. Weil wenn ich mir so eine Anzeige oder ein Poster oder egal was angucke, ist es wie so ein Koordinatennetz, was ich darüber lege, wie so ein Raster, was ich durchgehe und dann überlege, hat's das. Und dann optimiere ich das einfach mit meinem Wissen. Und in der Regel ist das Ergebnis, dass die Response-Rate, also die Reaktionsquote, stärker ist. Und das ist die Idee von Direktmarketing. Ich weiß, es gibt Imagewerbung und sowas, darüber spreche ich nicht. Ich spreche über Direktmarketing, sprich also über Werbung, bei denen der Konsument reagieren soll. Und das ist die Buchidee. Und wenn ihr da mir bei helfen wollt, dann macht doch bitte Folgendes. Seid aufmerksam und fotografiert auch Werbestückchen, Poster, sonstige Dinge, die euch auffallen, wo ihr sagt, das ist irgendwie nicht gut. Und wenn ihr wollt, dass ich die in mein Buch mit aufnehme, dann schickt mir das Ganze an pascal@mehr-geschäft.com. Vielleicht blenden wir es auch mal kurz ein. pascal@mehr-geschäft.com. Und dann freue ich mich. Es wird ein tolles Buch, es wird ein Praxisbuch. Und das ist das neue Buch. Scheiß-Marketing. So würde Pascal es machen. Danke sehr. Oder Scheiß-Werbung. Scheiß-Marketing. Okay. Oder Scheiß-Werbung. Was hatten wir gesagt? Scheiß-Werbung haben wir gesagt. Scheiß-Werbung hatten wir gesagt. Natürlich nicht Scheiß-Marketing. Scheiß-Werbung. Sag ich doch. Das ist ein ganz solider Briefkasten. Hallo. Guten Tag. Moin. Hast du direkt RTL mitgebracht, oder? So, wie grüß dich. Ich habe schon drei Podcasts aufgenommen. So, Reta hat hier. Gerade habe ich hier 3 Minuten auf diese Sonnenbank gesessen.
Das ist genau die Zeit, die wir zu spät haben. Ne? Ja, ist perfekt. Herrlich doch. Genau, und oben ist, wohnt unser Au-pair. Ach, da auch, ja? Haben wir auch, ja. Ja, cool. Ja, noch nicht. Wir haben gerade einen Holländer, der bei uns Au-pair-Boy. Holländer. Das ist ein Mitarbeiter von mir. Der Tim, schöne Grüße, Tim. Den verarschen wir so ein bisschen, dass das unser Au-pair-Boy ist. Aber wir haben keinen wirklichen, ne? Ja, wir haben Georgina aus Australien, aber wahrscheinlich ist sie, ich weiß nicht, ob sie da ist. Das ist ja ihr. Ach, und das ist hier dein Aufnahmezimmer. Genau, hier ist das Aufnahmezimmer. Mhm. Das ist natürlich alles ein bisschen eng, aber ist genau... So ist es. Super, voll effektiv. Genau, und ich kann halt zumachen. Jetzt wird noch eine Klimaanlage eingebaut diese Woche. Das wird ja wahnsinnig hier. Und wenn ich Glück habe, haben sich gerade die nächsten. Na, das wieder nicht, wie man das hier. MacBook läuft, ne? Da habe ich nämlich heute 3 Podcasts aufgenommen und ein Stück weit sind die jetzt hochgeladen. Ja, der Beck kennt nicht mal sein Passwort. Wie das so ist, ne? Ja, läuft mit dem Hochladen, ne? Noch nicht so ganz. Aber wieder so ist mit Apple. Genau. Cool. Ach schön. Ja. Und hier sind die Tiere. Da sind die Tiere, ja. Da müssen wir dem Herrn Pferd direkt mal den Hai geben. Alles klar. Oh, bitte schön. Ich will nur mal Hai-Delfin. Ja, okay. Ist auch noch ein Delfin. Bitte schön. Dankeschön. Bewohnerfrei Band. Kriegst du auch noch mit Eis hier brennt. Was bist du? Du hast Tier. Bei der Kontraste gesagt, ich wäre ein Delfin. Ja, dann. Hast du nach 10 Sekunden gesagt. Ja, mit der Hose. Mit der Hose. Mit dem orangefarbenen Bimmeligen da. Das ist aber ein Hai. Oh, Entschuldigung, ja, ich hätte dich fast hier. Moment, dann ist aber erst aber eigentlich jetzt Delfin-Eule, weil der Eule fällt nur auf, dass er dabei ist. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Der Knaller ist hier, die Kinder, die gehen hier am Tag 3-mal dran und sagen, sie hätten noch nie so ein Tier gehabt. Ja, so. Bitteschön. Nie. Dankeschön. Papa, das haben wir noch nie gesehen. Oh nee, genau. So, bitteschön, kriegst auch noch ein Bewohnerfreiband. Schön, sehr schön. Frohe Weihnachten. Gerne. Ja, jetzt essen wir erstmal ein Stückchen Kuchen. Sicher. Das ist ja der Shakira, ne? Das Shakira? Ja, der Shakira. Wir können ja heute auch normal sprechen, ne? Wir können das nochmal uns hier. Wir können gallen. Das hört sich sehr heimisch an, ne? Hier. Ja, für dich als Wuppertaler. So. Wir kommen beide aus Wuppertal und bei uns in der Küche steht eine Dröppelminna. Und wer jetzt in die Kommentare schreibt, was eine Dröppelminna ist, da bin ich mal gespannt, ob ihr das rausfindet. Das ist nämlich ein Wuppertaler Wort. Kann er was gewinnen? Was kann der gewinnen? Jetzt hast du meinem Team wieder was eingebrockt. Was kann der gewinnen? Der gewinnt eine CD. Ja, sehr gut. Jo. Ja, sehr cool. Mögt ihr einen Kaffee oder trinkt ihr nur irgendwie rechts gedrehte Joghurtkulturen oder? Irgendwas. Für mich eine links gedrehte, bitte. Links gedreht? Ja. Genau. Dich testen Kaffee? Ja, testen. Nicht im Ohren. Für dich aber auch testen Kaffee? Ja. Ich werde wahnsinnig. Aber der hat das in der Kraft. Siehst du? Hast du gesehen? Hast du? Guck mal, die andere Amsel hüpft hinterher und sagt sich, Mensch. Ja, vielleicht waren die Partner. Eine Familie. War Partner. Muss ich neu ran. Ja, gut. Haben die Tinder oder was? Für Vögel? Tinder für Vögel. Hm. Ja. Bei Bex zu Hause hat gerade ein kleiner Falke eine Amsel getötet. Wir sind uns noch nicht sicher, ob es ein Falke ist. Der Herr Frey als ausgebildeter Ornithologe hat das natürlich mit einem Blick Achtung, auf die Untergattung erkannt. Ich kenne mich mit Vögeln aus. Mhm. Ja. Ja. Da sind wir irgendwie ganz direkt beim Thema, oder? Wieso? Ein bisschen zu dem, was wir vorhaben. Tinder. Ach, jetzt wird's spannend. Ach so, wir haben das vor. Wir haben zwei Dings heute. Du weißt gar nicht, was wir drehen. Nee, weiß ich noch nicht. Wir machen ein ganz normales Interview. Mhm. So. Aber ich starte eine neue Videoserie. Mhm. Jetzt kommt es. Mit prominenten Persönlichkeiten. Ja, Prominente, genau. Es geht. So, Leute, das war ein ganz aufregender Drehtag hier beim Tobias Beck zu Hause. Im Kinderzimmer. Geendet hat das Ganze im Kinderzimmer, an diesem Tisch. Wir haben nämlich hier ein Duell, wir haben uns duelliert. Und mit was wir uns, habe ich das vorhin schon verraten, was für ein Duell wir da gemacht haben? Nee, das sage ich jetzt auch nicht. Was wir hier uns duelliert haben und wer gewonnen hat, das seht ihr. Ist ja wohl klar, wer gewonnen hat. Ja, das seht ihr in einem der nächsten Videos hier auf diesem Kanal. Also, wenn euch das jetzt hier wieder gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch, hinterlasst mir gerne einen Vertrag. Einen Vertrag. Kommentar.
Kommentar, abonniere den Kanal. Tschüss, ciao. Genau, wenn dir das Video gefallen hat, schick mir einen Vertrag.